Was rum die? Ja, das ist hier wieder perfekte Zusammenfassung. Ja! Die Nudeln kochen und der CL brennt, oder wie? Ja. Ich denke hier gerade ein bisschen hinterher. Jetzt bin ich ja da, die gute, kompetente Unterstützung. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Mich hat es mal wieder zu Max verschlagen. Ich werde hier heute den Tag verbringen, mit euch natürlich. Und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar habe ich entschlossen, meinen Fuhrpark aufzulösen. Ja, es wird nicht nur der Lader verkauft, sondern auch mein Daily, mein Polo 6R GTI. Aber bis wir den verkaufen können, ist noch einiges zu tun. Das heißt, wir müssen den heute einmal aufbereiten. Max weiß noch nichts von seinem Glück, aber ich hoffe, er wird mich da tatkräftig unterstützen. Wir haben übrigens auch gerade ein Video auf Max' Kanal gedreht, also guckt gerne vorbei. Wir haben das Fahrwerk von seinem CL55 AMG, was eigentlich ein CL500 aus Japan ist, der doch nicht aus Japan kommt. Aber ja, guckt es euch einfach an. Okay, fragen wir ihn mal, ob er Bock hat. Hallo! Ja, können wir gleich schön grillen, ne? Das Wetter. Ja, ich glaube, das Grillen müssen wir noch ein bisschen verschieben. Wie gut kennst du dich mit einer Autoaufbereitung aus? Innen sowie außen? Es wäre mir schon ein bisschen unangenehm, das jetzt hier so zu zeigen, aber das ist die ungeschönte Wahrheit, wie der aktuelle Stand von diesem Fahrzeug ist. Dann hast du dir auf jeden Fall gar keine Mühe gegeben, hier irgendwelche. Ja, das Problem ist halt dieses Schiebedach. Ich will mich da auch gar nicht rausreden. Okay, ich habe jetzt nicht den größten Wert auf Innenraumpflege gelegt, aber das ändern wir ja heute, meine lieben Freunde. Also es ist auch unglaublich verstaubt alles, ne? Also überall Staub. Hier haben wir überall so einen Klebdreck. Meine Dailies sind anders aus, meine 5 Stück. Ich habe ein bisschen was aus meiner Trickkiste rausgekramt. Ein Luftfilter, einmal neu. Innenraumfilter, auch neu. Holsterschaumreiniger. Das ist schon mal gut. Ich will eigentlich nicht weiter darauf eingehen, dass dieser Staubsauger alles schon gesaugt hat. Immer ein bisschen staubig. Gut, da ist das gute Zeug. Der Polster. Ne, so geht's nicht. Der Polster Schaumreiniger. Groben Schmutz absaugen. Check. Gewebe an einer versteckten Stelle auf Farbechten. Nee. Befeuchten. Hast du was zum leicht befeuchten? Das sieht einfach nur aus wie ein Jetpack übrigens. Ja, ne? Wie schon Boba Fett. Ja, was für befeuchten. Einfach auf da. Ja, VW sollte man das schon machen. Sieht hier schon wieder aus, ey. Ganz krasser Hinterhof. So, wir testen jetzt hier dieses Gerät. Befriedigende Reinigungsszenen in 3, 2, 1. Auf jeden Fall ein ganz wildes Gerät. Sucht euch einen Bruder, der sowas hat. Einfach nur geil. Alter. Also die Fußmatten sind richtig krass sauber geworden. Die sehen quasi aus wie frisch aus dem ADU. So, woran testest du dich hier gerade? Alter. Ich habe ein bisschen mit meinem Lieblings-Cockpit-Spray Orange ein bisschen experimentiert. Oha. Immer dein ganzes Hartplastik wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Hier unten, hier kann man natürlich nicht so viel machen, ne? Ich weiß nicht. Das ist tatsächlich einfach zerkratzt. Das war aber auch schon so. Ein Kleinwagen und der hat halt auch schon 120.000 Kilometer runter. Da muss man irgendwo auch realistisch sein, ne? Das ist halt gefühlt nicht für die Ewigkeit gebaut. Digga, aber das ist echt krass. Wir sind jetzt hier vielleicht 20 Minuten am Putzen. Das Auto ist schon richtig am Glänzen. Philipp entdeckt zum ersten Mal so Metallic-Lack unter dem ganzen Dreck. Ja, der Sonne ist ja richtig am Schimmern, richtig am Funkeln. Ich bin einfach begeistert. Das ist richtig befriedigende Effizienz.
alles richtig gemacht, das die letzten Jahre nicht gemacht zu haben. Weil jetzt macht es umso mehr Spaß. Das ist das richtige Fazit daraus wahrscheinlich. Du bist die Karre schon gefahren, oder? Ja. Oder stand die nur rum? Nee, ich bin täglich gefahren hier. So. Gut, Freunde, das Auto ist komplett clean. Sag einmal, was würdest du sagen? Bauern rein, oder? Ja, sieht schon ganz gut aus. Schon mal viel besser als vorher. Ja. So, jetzt geht es daran, einmal den Innenraumfilter zu wechseln und danach noch den Luftfilter. Laut dem YouTube-Tutorial, was ich mir vor 2 Minuten angeguckt habe, sitzt der hier unten. Ja. Deswegen macht man das eigentlich nach dem Saugen. Ach, das klopfen wir gleich schnell wieder aus. Jo, genau, Digga. Alles klar. Das ist kein Aktivkohlefilter. Das kann diese. Da bist du ja jetzt hier Sparversion. Ja, das war ein ganzes Filterset. Ich muss auch gucken, wo ich bin. Da werden die Kommentare dich aber haten. Quatsch, das ist ein Bosch hier. Ja, ja. Guck mal. Aber kein Aktivkohle. Ich kauf das Auto ja eh. Filter alle frisch Bosch, in Klammern Bosch. So, Innenraumfilter gewechselt. Dann jetzt als letztes unserer tollen Wartungsaktion. Expedition ins VOAG-Land. Was schätzt du, wie alt wird er sein? Wie viele Vögel werden im Luftfilterkasten sein? Vögel kein, weil die kommen durch diesen komischen flachen Ansaugtrakt hier gar nicht durch. Ja, ich glaube, der wurde einmal nach dem Einfahren gewechselt. Das war. Also meinst du so 2013? Ja, irgendwie sieht das aus, als würde hier noch was fehlen. Ja, normalerweise bei den Nicht-GTI-Versionen sitzt hier die Batterie, aber VAG ist hingegangen und hat sich gedacht, wir machen richtig Racing-Gewichtsverteilung und die Batterie ist einfach hinten unterm Ersatzrad. Du willst den Wagen verkaufen, dafür redest du dir ganz schön schlecht. Ja, ich bin ein ehrlicher Verkäufer. Ich werde auch in die Anzeige reinschreiben, dass der ungefähr, ich weiß nicht wie viel, ich werde es nochmal genau nachgucken, wie viel der an Öl verbraucht. Aber ich will nicht 2 Wochen, nachdem ich den verkauft habe, irgendwelche Hassnachrichten bekommen. So, was willst du denn machen? Du hast halt einen Motor, der Öl verbraucht. Und bei Volkswagen gehört das ja eigentlich schon zum guten Ton. Oh, shit. Und 2012. Das wäre ein bisschen krass. Wechselt eure Luftfilter, Leute. Wir haben richtig Leistung gefunden, Alter. Ich flieg zurück. Das ist ja richtig krass. Philipp denkt an die Umwelt, ne? Ein Filter pro Jahrzehnt, soll wie auch so machen. So, gut. Das Ding schrauben wir jetzt fest. Danach düse ich damit nochmal durch die Waschanlage. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Falls irgendwer nach diesem Video den Wagen kaufen möchte, dann schreibt mir auf Instagram filigran.yt. Ja, filigran war schon vergeben. Wie dem auch sei, vielen Dank an Max. Kein Like Problem. Dalassen, Abo dalassen, Glocke dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ciao! Schon sehr geil, jetzt in so ein sauberes Auto einzusteigen. Leute, das ist insane. Dieser neue Luftfilter hat einfach dreifache Leistung gebracht. Zieht euch das mal rein. Der zieht so hart durch auf einmal. Warum hat er vorher nie gemacht?